House Music. Willkommen zu meinem vierten Installationstutorial von meinem Kanal Junders LP. Ja, heute das Thema Minecraft Specs Purple Decraft für die jetzige Version 1.8 zu installieren. Dieser Installationspack wird für auch spätere Versionen funktionieren, wie zum Beispiel 1.9. Naja, dazu später. Erstmal kommen wir zur Installation. Zuerst einmal braucht ihr das Programm WinRAR. Dieses ladet ihr euch auf dieser Internetseite hier runter. Hier steht zwar, es kostet 35 Euro, ist aber kostenlos. Wir können doch die Testlizenz für immer benutzen. Es ist insgesamt 1,8 Megabyte groß, also nicht gerade groß. Es geht nur für die Betriebssysteme Windows XP, Vista 7, 8 und 10. Und es ist ganz wichtig, welche Version ihr runterladet. Wenn ihr zum Beispiel ein 32-Bit-System habt, dürft ihr euch keinen 64-Bit WinRAR-Client herunterladen. Um das nachzugucken, machen wir jetzt einmal hier auf das Windows-Zeichen, klicken wir einmal mit Linksklick drauf, dann gehen wir hier auf Suchen. Bei Windows 10-Benutzern wird es so sein, dass hier das Fenster sich öffnet und ihr dann dort das eingeben müsst. Dann gebt ihr hier ein System und klickt drauf. So, dann sehen wir zum Beispiel jetzt hier bei mir, ich habe ein 64-Bit-Betriebssystem. Wenn bei jemandem 32-Bit steht, darf er nur 32 runterladen. Wenn jemand 64 hat, genau wie ich, kann er beides runterladen. Ist egal. Aber ist es immer besser, 64-Bit runterzuladen. Wenn ihr aber nur 64-Bit habt. So, dann können wir es einfach wieder schließen. Ich habe 64-Bit, das heißt, ich lade mit 64-Bit-Version runter. Beide Versionen sind in der Videobeschreibung zu finden. Und auch hier ist 32-Bit und hier ist 64-Bit runterzuladen. So, dann klicken wir einfach mal hier drauf und müssen hier auch mal auf Download starten klicken. Dann warten wir einmal ganz kurz ab und dann können wir wieder zum Download kommen. So, dann lädt er uns den Client hier runter und dann klicken wir einmal drauf. So, und dann sagen wir auf Ja und dann sagen wir, ja, darf er installieren. So, dann lassen wir das alles hier so. Ihr könnt natürlich auch einstellen, ob der auf dem Desktop zu sein soll. Sage ich einfach mal ja. Soll er in der Programmgruppe erstellt werden? Ja. Soll im Startmenü sein? Ja. Ihr könnt das alles selbst einstellen. Und bei diesen Verknüpfungen hier bitte alles lassen, weil sonst funktioniert das im Ende nicht. Dann klickt ihr auf OK. Und dann klickt ihr auf vielen Dank, dass Sie WinRAR benutzen und sagen fertig. So, dann habt ihr euch das hier runtergeladen. Und dann könnt ihr es quasi schon öffnen. Aber das müsst ihr gar nicht. So, dann schließt es einfach ganz schnell wieder. Und das hier auch. So. Jetzt leitet ihr euch das eigentliche Resource Pack runter. Auf dieser Seite hier. Die ist auch in der Videobeschreibung zu finden. Und die neueste Version ist ja 1.8. Und ja, das wird natürlich auch für andere Versionen auch funktionieren über dieselbe Internetseite. Das heißt, sie wird immer aktualisiert. Und ihr könntet zum Beispiel für das nächste Mal hier als Auswahl 1.9 geben, dahinter steht dann 1.8 und dahinter erst 1.7. So, das ganz Wichtige jetzt ist, ihr müsst erstmal gucken, wie stark euer PC ist. Denn es gibt jetzt mehrere Auflösungen, die Standard ist eigentlich 64, darunter für schlechteres 32, 16 benutzt eigentlich niemand. Und das finde ich für höhere Grafikkarten und wenn du auch einen guten Prozessor und viel RAM hast, kannst du auch 128, 256, 512 runterladen. Da siehst du es auch nochmal, hier brauchst du mindestens eine 64-Bit-Version, die ich auch gerade habe. Du brauchst mindestens 8 bis 16 GB Arbeitsspeicher. Du brauchst eine super gute Grafikkarte. So eine 160 Euro müsste schon drin sein. Und hier seht ihr halt immer die verschiedenen Versionen. Ich lade mir jetzt einfach mal 64 oder 128 mal runter. Ich hab schon zwar mehr, ich könnte quasi 512 nehmen, aber das zeigen wir einfach mal für die Basis einfach. So, dann klicken wir einfach mal vor Minecraft 1.8 herunter. Da werden wir auf die Seite Adfly geladen, ja. Dann warten wir einmal, bis der Countdown runter ist und dann auf Werbung überspringen. So, ich habe gerade einen Adblocker drin, deswegen ist da keine Werbung. Bei euch würde jetzt Werbung stehen und da einfach nichts draufklicken, einfach nur auf Werbung überspringen klicken. So, dann ist der Download schon fertig. Wenn es nicht angefangen hat, dann klick hier, if the download doesn't start automatically, dann dürfte er auch starten. So, dann machen wir das einmal hier ganz kleiner und dann, wir machen das mal bitte kleiner. So, dann ziehen wir uns einmal hier auf den Desktop. Hier haben wir zum Beispiel auch schon WinRAR. So. Dann könnt ihr dieses Resource Pack überhaupt öffnen, weil ohne WinRAR würde das gar nicht gehen.
Denn es ist auch eine WinRAR-Datei, also eine .zip-Datei. So, dann öffnen wir die einmal und hier sehen wir, no, das einfach hier auf X klicken. Hier sehen wir schon die ganzen Dateien hier. Da hier einfach nichts lassen, also da einfach lassen und einfach nichts verändern. Hier sehen wir einfach nur, was da drin ist. Dann klicken wir wieder auf X und die kann ich auch auf X drücken, weil das brauchen wir nicht mehr. So, dann müsst ihr auf das Windows-Zeichen eurer Tastatur klicken, festhalten und das Zeichen R. So, dann öffnet sich dieses Ausführen-Fenster. Bei Windows 8 Benutzern kann man auch hier auf Rechtsklick das Windows-Zeichen und auf guck aus, es war hier irgendwo. Ausführen, genau, kann man das auch so öffnen. So, dann gebt ihr hier ein, nicht CMD, sondern Prozent App Data Prozent. Genau wie es da auch vorgeschrieben war. Und klickt auf OK. So, dann öffnet sich dieses Roaming einmal, der App Data. Und dann klickt ihr hier einmal auf Punkt Minecraft. Für die Leute, die Minecraft installiert haben, was man für das Resource Pack braucht, was ja auch logisch ist, müsst ihr immer da drauf klicken. Und dieser Ordner ist dann automatisch mit installiert. So, dann klicken wir einmal hier auf Resource Packs und ziehen uns diese Datei einfach mal hier rein. So. Alles easy, fertig. Dann klicken wir wieder auf X und starten Minecraft. So. Dann haben wir nochmal hier einen kleinen Cut, bis das Minecraft gestartet ist. So, ich bin in-game. Und ja, jetzt wollen wir das Resource Pack einfach mal aktivieren, denn wie ihr seht, sind wir hier gerade mal im langweiligen Default, was wir ja nicht haben wollen. Dann klicken wir hier einfach mal auf Pause, Option, Ressourcenpakete oder auch als Resource Pack, wenn ihr auf Englisch spielt. Klicken auf diesen Pfeil hier, dann ist es auf der ausgewählten Ressourcenpakete-Seite und klicken auf Fertig. So, dann dürfte sich das einfach mal öffnen, genau. So, ich habe gerade ein paar PC-Probleme, deswegen laggt es so richtig heftig. Weiß ich, woran das liegt. Aber naja, Sfax ist installiert. Ihr könnt mit schöneren Texturen spielen. Und ja, das war's mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet doch bei den zwei Däumchen unter Video. Und würde mich sehr freuen. Schreibt in die Kommentare, falls Fehler aufgetreten sind. Oder auf Facebook, Twitter, AskFM und so weiter. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi bei einem Tutorial auf Ingenieurs. Ciao.